jetzt zählt es richtig. Ich erinnere mich, vor ein paar Wochen war der Julien da. Gewesen. Ja. Da haben wir noch nicht gewusst, wie wird es. Jetzt wird es etwas, du hast verladen. Erzähl mal, ein bisschen, was passiert genau. Richtig, der Julian war bei uns und hat das eigentlich angeschaut und das erste Mal erlebt, live mit diesen Robotern. Vorher war das alles remote. Wie du es gesagt hast, ist es, hat es zum Erfolg geführt und zur Bestellung sozusagen. Und jetzt, ja, jetzt gehen wir Richtung Düsseldorf in Norden rauf. Das ist die Lange Foundation, wo ab 4. September 2022 für ein Jahr eine Ausstellung ist. Und dort sind wir ein kleiner Teil von einer Exposition. Die Ausstellung heißt ja Controlled Burn. Und dort sind wir mit zwei Robotern auf einer Solarzelle und versuchen irgendwie zu suggerieren, dass dort Feuer gemacht wird, so wie es mit Neandertaler gemacht haben, also mit Steinen. Aber das Mal sind es Roboter, ja? Neueste Technologie, die versucht, etwas sehr Menschliches nachzumachen. Du sprichst außergewöhnlich an. Jetzt ist es nicht mehr außergewöhnlich. Klar ist der einzige Auftrag außergewöhnlich, absolut. Es ist wieder mal mit einem Künstler. Wir haben das schon mal gehabt. Habe ich sicher schon 100.000 Mal erzählt. Aber es ist nicht mehr so außergewöhnlich. Also wir haben jetzt festgestellt, dass wir die ganze Robotik mit Events und Robot-Shows langsam irgendwie als wahrgenommen werden und ein Standbein haben. Und wir haben eigentlich die Chance gepackt. Und es ist etwas, wo Technik mit Events und Show verbindet, wo wir sehr, sehr grossen Beitrag können leisten können, den wir jetzt im Jahr 2022 mehrheitlich aufgebaut haben und jetzt so weiter vorantreiben wollen.